Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Ausgabe unseres MacPom-Weit-Magazins berichten wir über den Ausbau moderner Infrastruktur anhand von zwei ganz unterschiedlichen Beispielen. In beiden Fällen wurde aus europäischen Fördermitteln in die Zukunft investiert. Und auch unser erster Beitrag, der sich traditionellem Handwerk widmet, bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Sie sind mit knapp 500 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region und inzwischen seit über 4 Jahrzehnten am Markt. Die Mecklenburger Backstuben haben schon so manche Umbrüche erlebt. Krisenhäufungen wie in den vergangenen Jahren sind aber auch für das Warener Bäckereiunternehmen außergewöhnlich. Erst die Pandemie, nun die Energiepreissteigerungen. Dennoch scheint die Traditionsfirma auch diese Herausforderungen zu meistern. Na, ein wichtiger Aspekt ist natürlich unsere 45 eigenen Filialen und Backshops, die wir haben. Die werden natürlich stetig ausgebaut und wir beliefern noch andere Schienen wie den Lebensmitteleinzelhandel im TK-Bereich oder wir liefern auch nach Dänemark TK-Ware. Das ist natürlich von Vorteil, dass wir da verschiedene Absatzwege haben. Aber was natürlich unwahrscheinlich wichtig ist, ist natürlich die Frische und die Qualität, die wir hier vor Ort in Mecklenburg verkaufen. Nicht zuletzt sind die Mecklenburger Backstuben bestrebt, auf verändertes Kaufverhalten und sich entwickelnde Kundenwünsche frühzeitig zu reagieren. Dem Trend zum regionalen Produkt wird hier seit vielen Jahren Rechnung getragen. Das bezieht sich mittlerweile aber nicht mehr auf die Herstellung der Backware allein, sondern auf die gesamte Zutatenliste. Regionalität wird immer wichtiger. Erstmal schlanke Zutatenlisten in den Rezepturen. Und wenn das geht, möglichst viele regionale Rohstoffe hier aus Mecklenburg und Umgegend. Wir haben natürlich jetzt, kriegen Erdbeeren aus der Nähe von Güstrow, Bio-Äpfel aus der Nähe von Güstrow. Wir bauen, verarbeiten Lupine und auch jetzt ganz neu aus der Nähe von Stargard im Prinzip Kürbiskerne, die bei uns im Kürbiskernbrot verbacken werden. 4 Leuchtturmprodukte bilden die Grundpfeiler der Produktpalette. Unter den Bestsellern befindet sich unter anderem die Steinofenkruste. Ein Roggenmischbrot, hergestellt nach traditioneller Bäckereihandwerkskunst, gebacken im Steinbackofen. Die damalige Investition, unterstützt mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, ist auch heute noch Garant für authentische Backaromen handgefertigter Bäckereiprodukte. Jetzt machen wir das für unsere Manufakturbrote und eben für kleine Brote, die besonders geformt werden, geschnitten werden, gedrückt werden oder angeschoben werden, die hauptsächlich allerdings in unsere Backshops gehen und nicht mehr oder nicht so viel in den TK-Bereich. Aber das ist ganz wichtig, eben auch aufgrund für unseren Manufakturbroten in den Backshops. Backen bleibt natürlich energieintensiv. Die große Herausforderung besteht derzeit darin, dem Kunden diesen Fakt erklärlich zu machen. Wer mit Qualität und Regionalität punkten kann, dem wird es leichter fallen, seine Produkte auch bei steigenden Preisen an den Mann und an die Frau zu bringen. Vom Bäckereihandwerk an der Müritz jetzt zu ganz anderem Handwerk in Vorpommern. Wir besuchen das Gesundheitszentrum Greifswald und zeigen, warum dort die Elektromobilität ein Thema ist. Im Gesundheitszentrum Greifswald orientiert man sich schon seit fast 20 Jahren an den individuellen Bedürfnissen der vielen verschiedenen Kundinnen und Kunden des Hauses. Dabei liegt das Hauptaugenmerk von Geschäftsführer Hans Magnus Holzfuß und seinem Team darauf, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen die optimale Versorgung zu bieten. Die Leistungen, die hier angeboten werden, sind vielfältig. Wir sind in der Medizintechnikbranche. Ja. Wir haben mehrere Abteilungen, Orthopädietechnik, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Reha-Technik. Aktuell mit Verwaltungsmitarbeitern haben wir und Auszubildenden sind wir bei fast 60 Personen im Unternehmen und versorgen regional Patienten, die eben eine Behinderung haben oder was auch immer sie brauchen. Unser Sanitätshaus versorgen wir hier. Dem Unternehmen liegt das Wohl der Kunden am Herzen. So sehr, dass diese ab und zu sogar ganz neue Wege anstoßen. Grundsätzlich sehen wir uns als Unternehmen, was auch in die Zukunft denkt, ja,
Und angeschoben hat das aber ein Patient von uns, der seit Jahren elektrisch hierher kommt und in Greifswald schlecht laden konnte, weil er Rollstuhlfahrer ist. Und der hat uns da seit Jahren sein Leid geklagt, so ein bisschen. Und das haben wir aufgenommen und haben uns so ein bisschen in der Pflicht gesehen, auch unsere, da wir relativ viele Firmenfahrzeuge benutzen, uns umzustellen und haben das vor 2,5 Jahren in die Wege geleitet. Heute bietet das Unternehmen eine unkomplizierte sowie kosten- und barrierefreie Lademöglichkeit für die eigenen Kunden an. Außerdem entstanden für den Fuhrpark des Gesundheitszentrums selbst 4 Ladesäulen. Seitdem stellt man hier Stück für Stück die Kfz-Flotte auf die elektrischen Alternativen um. Dazu gehört auch ein E-Bike, falls die Wege mal etwas kürzer sind. Die Kosten für die neuen Ladesäulen betrugen 37.000 Euro. Da das Projekt eine Investition in den Klimaschutz ist, konnten 30% der Summe aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert werden. Also wir haben die Förderung, ich glaube, vor 1,5 Jahren eingereicht. Die Förderzusage vom Minister Pegel kam relativ schnell. Ja, innerhalb von 2 Monaten hatten wir die Förderbescheid bekommen. Dann haben wir über die Stadtwerke alles bestellt. Die Stadtwerke haben dann relativ zeitnah auch alles umgesetzt, sodass wir im März eröffnen konnten. Doch hier macht das Gesundheitszentrum Greifswald noch nicht Halt. In naher Zukunft soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes entstehen und so den ökologischen Abdruck von Herrn Holzfuß und seinem Team weiter verkleinern. Neben der Ladeinfrastruktur ist auch das Thema Internetverfügbarkeit ein großes in unserem Land. Kundinnen und Kunden des ÖPNV in der Region Ludwigslust-Parchim können da jetzt auf WLAN zählen. Seit Anfang des Jahres 2023 stehen in insgesamt 150 Bussen der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, VLP, kostenlose WLAN-Verbindungen den Fahrgästen zur Verfügung. Gemeinsam mit der WMAG AG und der WMAG.com hat der Verkehrsbetrieb dieses Projekt umgesetzt. Am 4. Januar weihten VLP-Geschäftsführer Stefan Lösel, Landrat Stefan Sternberg, WMAG-Vorstand Thomas Murche und der WMAG.com-Geschäftsführer Volker Buck die neue digitale Infrastruktur ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an die Schülerinnen und Schüler, die im ländlichen Raum den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Also erstmal ist es mir wichtig, dass die Schulkinder, wenn sie zur Schule fahren, eine gute Verbindung haben. In den Elektrobussen können sie ihr Handy laden, haben das WLAN, können ihre Hausaufgaben machen, können ihre Eltern kontaktieren, wenn irgendwas ist, können die Fahrplandaten der VLP einsehen und das ist schon mal für sich genommen eine tolle Sache. Ein weiterer Vorteil: Mit dem Netzwerk lassen sich verschiedene Daten, beispielsweise Fahrgastzahlen und Standort, in Echtzeit an die Einsatzleitung übermitteln. Bis zum Ende des Jahres 2023 sollen alle 200 Busse der VLP mit dem kostenlosen WLAN ausgestattet sein. Für die Installation der Router hat das Verkehrsunternehmen 268.000 Euro investiert. Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Ja, das ist EFRE gefördert worden. Wir haben 268.000 Euro Investitionskosten gehabt, um die Fahrzeuge mit den Routern auszustatten. Haben über 200.000 Fördermittel bekommen vom Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. aus europäischen Mitteln. Und wenn wir die nicht bekommen hätten, hätten wir das Projekt so nicht machen können. Die Verbindung mit dem Netzwerk in den VLP-Bussen funktioniert kinderleicht. Nach einer Bestätigung auf der Webseite der WMAG AG kann kostenlos gesurft werden. Der Energie- und Kommunikationsdienstleister stellt den Internetdienst zur Verfügung und trägt die laufenden Betriebskosten für die digitale Infrastruktur. Wir möchten unseren Kunden etwas zurückgeben. Wir möchten ihnen das Breitband, was sie vor Ort haben, auch mobil im Bus zum Erlebnis machen. Hier kann ich Hausaufgaben machen als Jugendlicher, als älterer Mensch kann ich vielleicht ein Buch lesen. Und so haben wir den Anreiz gefunden, das Projekt mit zu unterstützen, zu sagen, wir tragen Betriebskosten, stellen die Plattform zur Verfügung. Die VLP ist das kreiseigene Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Aktuell führt das Unternehmen auf 173 Strecken Linienverkehr durch. Die Leistungen werden mit rund 200 Omnibussen und 300 Mitarbeitern erbracht. Das waren sie auch schon wieder, unsere 3 Beiträge aus unserem Bundesland für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mehr Beiträge dann im nächsten Wirtschaftsfenster MV.